Pink kann ja hier draußen noch weiterhin bleiben und Weiß natürlich auch. Ich will ja bloß Rot haben. Erstmal. So cool, so cool. Ey, die Drawer, die machen ja richtig Spaß. Damit hatte ich schon mal rumprobiert gehabt auf meiner anderen Map jetzt jüngst. Und hätte auch nicht gedacht, da habe ich auch mir das Recipe noch nicht gegeben. Das hat echt so günstig herzustellen ist. Gut, der steht jetzt verkehrt rum hier, der Tisch, ne? Nee, hat beide Seiten diese Strebe da unten. Okay. Haben wir da rote Wolle? Wie machen wir den anderen Chizzy? Wir können ja... Ja, wir können jede Textur eigentlich nehmen. Ob wir nur Spruce Wood nehmen? Mit der noch Oak da? Ja, Oak würde ich gerne nehmen wollen. Und vorne was Hellet, wie Birchwood. Genau. So. Jetzt, hier vorne legen wir unseren Frame rein, unseren Rahmen. Können wir da beide nehmen? Ja, können wir auch direkt mal beide machen. Aber wir machen erstmal mit ein. Und dann können wir uns aussuchen, hier hinten kommt dann natürlich raus, welche Materialien wir dazu verwenden wollen und die dann eben ja halt nur das Aussehen widerspiegeln. Hier oben haben wir, glaube ich, dann den Rand hier außen. Da wollte ich die rote Wolle nehmen. Dann sieht das so aus. Ist jetzt bloß ein roter Kasten, ein roter Drawer. Dann haben wir hier den Rahmen, glaube. Den wollte ich gern in den Oakwood machen. Zack, jetzt haben wir da den Oakwood-Rahmen drumherum. Mit lauter rote Fächelchen dann eben hier. Und vorne dann eben die hellen Schubladen. Oder die große helle Schublade. Ist ja nur eine, weil da kommt ja auch nur ein Item rein. Dem Klötzchen. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Vielleicht tausche ich das mit dir? Ja, sieht ein bisschen besser aus. Wenn vorne so Holz ist oder so, da können wir auch Sand nehmen, da können wir... Oh, lass mir mal sowas. Geht sowas auch? Nee. Nimmt da bloß die Blöcke. Erde müsste gehen? Ja, Erde geht. Ey, das ist so cool, ey. Ich glaube, ein Iron Block müsste dann wieder funktionieren. Lapisblock? Na, Blau passt auch nicht dazu. Blau passt eigentlich echt auch nicht dazu. Vielleicht ein bisschen dunkler? Nee, komm. Dann lassen wir das doch so, ne? Sollte doch reichen. Oder machen wir vorne rot? Ich glaube, den können wir jetzt auch nicht mehr auseinanderhorsten, oder? Nee, der ist jetzt gesetzt. Na gut, dann lassen wir den so. Basteln uns noch einen. Den mal andersrum probieren, sodass wir außen Oak Holz haben. Hier dann rein. Den Rahmen zuerst natürlich. Oakwood Holz. Dann hellen Rand. Nee, der Rand ist ja da. Und vorne dann eben die rote Schublade. Auch nicht verkehrt. Fast sogar noch besser. Finde ich als der hier unten. Kann ich euch stacken? Nee, weil ihr nicht gleich seid. Uah, scheiße, pennen gehen. Oh, dieser Zyklus hier, der ist echt zu flott, ja. Wir ein bisschen leiser machen hier die Musik. So, hier reindrücken natürlich die Wolle dann auch. Zack, nicht du. So, und der Rest, ja, 10 Klötzchen habe ich ja noch. Machen wir jetzt so schnell hier unter auch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, können wir da verwursten schön. Warum habe ich jetzt dafür keinen Platz mehr? Ach so, weil 64 voll ist. Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt können wir einsacken gehen. Ne? Haben wir schon? Okay. Okay, wird so langsam rot hier unser Flur wieder. Unser Flor ist das ja. Gut, basteln wir uns noch einen und lassen den dann irgendwo verstaut liegen erstmal. Weil ich hätte die schon gerne einheitlich, beide dann eben. Für Kobli und für Dirt. Schon wieder kam mir mein Getränk hoch. ja, die hätte ich schon beide gerne einheitlich.
lassen wir dich bei Holz. Zack. Und dann brauchen wir einen neuen Frame. Den machen wir wie? Ich glaube, ich habe es mir noch gemerkt. Und zwar mit einer Kiste. Dann so. Genau. Genau. So. Boah, Bayonetta. Ich hätte so Bock auf Bayonetta gerade. Die Musik, ey. Vielleicht ein bisschen zu laut noch. Da hatten wir Rot. Oh, scheiße, wir brauchen Rot. Stimmt. Oh, cool, den können wir sogar so stehen lassen. Wusste ich auch nicht, dass du ihn einfach so drauf stehen lassen kannst. Dann gehen wir mal zu unseren roten Schäfchen. Und schade, dass wir Hans Rainer noch nicht da hinten in der Höhle drin gefunden haben. Ey, wer weiß, wo der abgeblieben ist, ne? Mach mir schon richtig Sorgen um den Rüpel. Ist doch nicht wahr. So, Schere müsste ich ja noch dabei haben. Ganz genau. Ein bisschen was gemampft haben sie ja auch gerade wieder. Der Pinke. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Was kann denn mal hier bleiben? Komm, der Gravel, damit machen wir eh nichts, oder? Gravel, ich hätte auch das Knochengeschissi und da schon drinnen lassen können, aber echt mal Gravel brauchst du da auch nicht. Unnötig viel davon. Davon haben wir doch schon viel Schissi. So, Schere bleibt eh hier. Wo ist denn die zweite? Ach so, die ist bestimmt oben noch in unser Trüchen und in unserem Schlafzimmerchen, oder? Kommt mir trotzdem mit, okay. Da haben wir noch ein bisschen was Rotes, aber lassen wir erstmal so. Lassen wir doch erstmal so. Gut, gut. Ey, prima. Primär. Hier mal wieder ein bisschen rumzutüffeln, so. Das ist doch schon ein bisschen was an Abwechslung, gerade. So, vorne hatten wir gesagt Rot. Dann oben Oakwood. Und hier hatten wir Hell, ne? Ja. Okay. Ah, euch kann man da stacken. Von der, wenn ihr von der gleichen Sorte seid, dann geht das stacken auch, okay. So, da sollte ja nun alles drinne Platz finden in solch Drawer. Wir basteln ja natürlich selbstverständlich hier hinten unsere Lagerhalle noch. Aber ja, zum Testen, wo stellen wir euch denn mal hin? Vielleicht hier zwischen? Geht das? Ja, das geht. Oh, was ist denn hier los? Du spiegelst ein bisschen, ne? Du spiegelst ja ein bisschen. Na gut, ist nicht schlimm, weil du wahrscheinlich denkst, das ist Glas hier, oder wie? Glasfront. Okay, nee, eine Kiste wollte ich da eigentlich nicht drinnen platzieren. Ich wollte eigentlich das ganze Zeugs hier da reinstopfen. Das sollte kein Thema sein, denke mal. Kein Thema sein. Doch dazu muss ich erstmal den Rest der Taschen leeren. Ne? Zack. Und du glitzerst doch. Du spiegelst auch ein bisschen die Flamme dort wieder oder die Fackel vielmehr. Komisch, komisch. Doch noch ein bisschen verbuggt. Na, vielleicht sind die Shader da auch schuld, dass die damit ja nicht so einhergehen, sage ich mal. So. So, wir wollten ja euch sowieso machen. Ich werde mal erstmal drinnen ausleeren. Ich, Idi. Nee, haben wir keinen Sand mehr über. Okay. Ist kein Sand mehr über. Dann haben wir den Bogen. Wo war der? Hier war. Den können wir wieder ein bisschen verbessern. Dann machen wir doch so gleich. Ja, der Bogen, der bleibt ja eh noch drin. Das Redstone, davon haben wir oben noch ein bisschen was gelagert, möchte meinen. In unser Kämmerli drinne. Und kleinen Moment mal, ich werde mal eben meine Nase. Ey, ich bin verflucht, ich sag ja. Die verrückten, verfluchten Let's Player. Kleiner Moment. So, da ist er zurück, der Tobi. Und der wird sich mal eben wieder ein bisschen dichter ranrückeln. Die Musik ist ein bisschen leise auch. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten einsortieren und den Amboss, den könnten wir auch darüber schaffen. Kriegt ihr so weg? Aber du machst
glaube, mega viel Krach gleich, ne? Wenn ich dir irgendwo hinstelle. Mal gucken hier hinten. Besser hier, ne? Pong! Na gut, so laut war diesmal nicht. Da hat der Tobi die Ohrhörer diesmal vernünftig eingepegelt auch, ja. Nee. So, Bogen wollten wir reparieren. Repairen. Zack. Dann haben wir bald einen kompletten Bogen voll. Cool. Ah, da haben wir Redstone noch drin. Kriegen wir daraus Blöcke? Ich denke schon, ne? Das brauche ich jetzt noch nicht. Brauche ich jetzt noch nie. Lapis lassen wir auch hier drin. Und genau 64 hat ausgereicht, ey. Die Edelsteine natürlich auch hier drin gebunkert. Da haben wir noch den Rest. Da, gut, hier war ich schon mal oben dran. Die Schere, die kann mit runterkommen. Und ja, stimmt, Pfeile, die können noch in eine Monsterkiste rein. Und Oak Trim kann auch in eine Holzkiste drin bleiben. Hier Oak Trim. Machen wir mal so. Dann passt das prima. Wunderbar. Und die Kiste hier raus. Und Monstergeschissel, wo war das? Da war das. Zack, 26 Pfeile schon. 14 Knochen und 4x Knochenmehl. Bogen kann hier bleiben. Ansonsten... Brot können wir happern. Können wir Speise machen. Teilen wir uns den noch und machen den darauf. Tauschen wir mal um. Gut. Oak, Wood, Planks. Können wir hier voll machen. Okay. Halt. Oak Wood war ja hier schon drin, ne? Ja. Okay. Gut. Und Wolle kann raus. Bis auf die rote, die kann hier bleiben. Haben wir uns direkt mal hier rein. Zack. Okay, happern wat ein bisschen. Draußen wird schon wieder finster. Das ist doch nicht wahr. Wir pennen mehr, als wir aktiv sind. Echt mal, wenn du pennst, das ist doch eine Ohnmacht, ne? Das ist schon eigentlich so gesehen schon ziemlich komisch, oder? Dass du, wenn du pennst, so völlig in Ohnmacht bist, sag ich mal, in einem ohnmächtigen Zustand verfällst und irgendwann daraus wieder erwachst. Ich glaube, du kannst ja noch nie mal, wenn du keinen Wecker hast oder so, von selbst sagen, okay, jetzt bin ich ordentlich müde, aber ich muss nach 4 Stunden wieder aufstehen oder so. Das kriegst du ja von selbst auch nie hin, ne? Aus dieser Ohnmacht oftmals zu erwachen, weil wenn du träumst, dann träumst du ja nur, ja, was weiß ich, im leichten Schlaf oder dann erinnerst du dir eben nur halt im leichten Schlaf an deine Träume, die du da gehabt hast, ja. Da wo du ja dann halt zum Teil auch selbst dann eben heraus wachschütteln kannst, sag ich mal. Oh, der ist ein bisschen laut. Aber das ist doch schon ziemlich kurios, finde ich. Auch mit den Träumen, wie das so funktioniert, ne? Dass du manchmal so klare Bilder wirklich vor Augen hast, dass du sogar überhaupt nicht unterscheiden kannst. Eine Schere hatte ich hier nur drin, ne? Zwischen Realität und Traum, im Traum selbst. Dass dir das alles irgendwie realistisch vorkommt, sag mal, selbst wenn du fliegen kannst oder so. Oder irgendwelche Autos klaust oder so. Und ist kein Scherz, das mache ich ziemlich häufig in meinen Träumen. Kommt vom GTA zocken. Ah, nee. So, jetzt habe ich aber genug Platz. Das Eisen, das kann hier bleiben. Jetzt sind wir fertig mit dem Smelten. Dann kannst du da noch gut und gern drin verweilen. Und wir füllen uns mal unsere Kohle auch gleich wieder auf. Dazu Silent Hill, Mucke. Zack. Zack. Überall 64, ja. Okay. Ja, der Rest dann draußen. Oder? Holz. Obwohl die Birch. Wood Planks. Die lasse ich mal auch hier.
Die lasse ich natürlich auch hier. Die wollen wir ja nicht auch noch mitschleppen müssen. Gut. Oh, wenn das hier mal fertig ist, ey. Das sieht jetzt schon prima aus. Mit dem Licht hier, was so reinfällt und den großen Fenstern und so. Mal da drüben noch Fenster machen. Na, ich glaube mal, das wird dann auch zu viel. Vielleicht da hinten noch irgendwo Fenster in der Creeper-Höhle oder so. Aber hier vorne schon die Ecke, ey. Das ist schon nicht verkehrt, finde ich. Vielleicht lasse ich das auch so, dass ich mir den Sand hier nochmal rausnehme. Wir machen dann hier direkt Wand, dass das ein bisschen größer von innen auch wird. Weil wenn ich jetzt da, was weiß ich, noch was dran klemme, dann wäre es so. Na gut, ich mache mal ein bisschen höher. Hier. Und das ist, ja, das wäre dann schon ein bisschen enge hier drin auch. Würde ich mal sagen. Also so hatte ich es dann eigentlich vor. Eine Wanddicke von dreien dann eben. Dass du außen mal dran klatscht und innen nochmal extra mal dran klatschst. Aber ja, so geht's da auch. Na, obwohl hier vorne würde ich es gar nicht mal sagen. Da machen wir uns dann wieder, genau wie hier draußen auch, solche Stämme eben. Ne? Was weiß ich aus. Ja, was finden? Vielleicht finden wir irgendwo noch was. Das wäre ja prima. Weißes Holz oder so? Oder was weiß ich, Akazienholz, was so ein bisschen rötlich ist oder so. Das wäre doch nicht verkehrt. Dann machst du hier halt eben Stämme vor. Hier dann natürlich auch noch einen Stamm. Aber ansonsten war halt dann das. Das reicht doch aus. Ansonsten wird das hier bloß zu enge drin. Das soll hier schön riesig werden, sag ich mal. Und gleich wieder einen Flint rausgekriegt. Oh Mann, 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 ey. Gut, da liegt noch was. Ja, sonst könntest du hier auch unbequemer hübsch rausgucken, sag ich mal. Würdest du jetzt hier noch eine Wand haben oder so? Auf unseren Eckerli da vorne geglupscht. Gut, dann hier rein. Nee, nicht Schippe. Oh, daran muss ich mir auch erstmal gewöhnen. Dass ich dann hier sage, einstacken. Oh, cool, da unten, da sehen wir jetzt gerade. Nummer 1, Doppelpunkt, Cobblestone. Ein 64er Stack ist drin. Und Stack Limit 32 sind wir gerade. Davon haben wir einen. Das ist, oh, jetzt vibriert mein Handy. Das ist schon nicht verkehrt. Also zeigt er tatsächlich prima an auch, ja. Das ist echt schon nicht verkehrt. So, ich werde mal gerade auf mein Handy gucken. Der Matzi, der hat geschrieben. Zwischen 1 und 2 Uhr ist er wieder bei mir. Okay, dann kann er doch kommen. Na ja, na gut, na ja, na gut. Alles klar. Gut, und dann kommt dann natürlich auch der ganze Modder Shizzy mit rein. Wo hab ich dir? Ja, das ist. Jetzt musst du dann eben halt immer. Hast halt kein. Ja. Kein System, was dir dann eben auch halt dein Inventory anzeigt, sodass du einfach bloß reinschieben musst oder so, sondern das muss hier unten dann immer in deine Hauptmenüleiste drinne klemmen, um das da reinzuschieben. Und schade, ey, hätten wir hier noch eine Zahl dran oder so? Das wäre auch nicht verkehrt, aber gut, vielleicht geht das ja, vielleicht geht das ja. Vielleicht ist ja bei Upgrades irgendwie was bei, da könnte ich doch direkt mal gucken. ob man da eine Zahl dann eben auch halt eben als Upgrade hinzufügen kann, was den Füllstand so ein bisschen anzeigt. Void Upgrade destroys excess items. Aha. Ach ja, falls du die dann irgendwie verbindest mit Hoppern und so. Das macht ja der Gronki momentan oder hat er gemacht. Bin ja jetzt noch nicht so weit beim Glubschen bei ihm hin und wieder verfolge ich ihn mal auf YouTube. Und der hat ja da so ein richtiges Rohrsystem gelegt, was so ein bisschen automatisch auch die Drohre einsortiert. Das geht halt auch in Minecraft. Da braucht man aber noch eine extra Mod, glaube ich, für die Pipes. Die dann eben, da wo du dann halt eben siehst, wie die Items da drinnen langwandern oder so und verlegst du eine Pipe von rechts nach links, dann siehst du die Items da drinnen langwandern.
Ja, und da hat er sich so ein automatisches Sortiersystem gemacht. Halt so eine Kiste, da schmeißt er einfach alle rein und die Kiste, daraus wird er dann eben per Rohr rausgesogen und dann automatisch in seinen Drawern einsortiert, da wo es halt reinpasst, das gewählte Item dann eben. Ja. Geht auch mit ein bisschen, ja, mit ein bisschen Logik natürlich dann eben angewandt. Ist aber schwierig, sowas zu erstellen. Also zumindest sehe ich da noch nicht halbwegs nur durch, wie das so funktionieren soll mit Rohren und so. Natürlich weiß ich, wie ein Rohr funktioniert. Da schickst du eine Seite was rein, hinten kommt was raus. Aber wie man so eine Schaltung hinkriegt, dass das wirklich so sortiert wird und dass, falls ein Item nicht verfügbar ist, was neu hinzukommt, du noch in keinem Drawer drin hast, dass er dann sagt, okay, kann nicht einsortiert werden, dann kommt es eben halt wieder aus einer anderen Kiste heraus oder so. Da weiß ich nicht Bescheid. Das ist mir schon zu grob, die Schaltung. Ja, da müsste ich mir erst ein bisschen reinlesen. Okay, aber was mit Zahlen? Eben mit Signal for Total Storage. Oh, hier haben wir was. Das heißt, der spendet ein Signal für die Gesamtzahl an Speicherkapazität. Vielleicht gibt es ein Display. Glaube aber nicht. Ich kann ja mal Display suchen. Aber denke mal nicht. Dispenser? Ja, ein Dispenser, das ist mir ja klar. Der spuckt Zeugs aus. Aber Display gibt es nicht. Okay. Upgrade wollen wir.